In Renaissance und Frühbarock ist der Zink eines der wichtigsten Instrumente, sowohl in Solo- als auch Ensemblemusik. Seine besondere Klangeigenschaft ist, dass er der menschlichen Stimme am nächsten ist, und das ist auch das, was die Musiker seiner Zeit so sehr an ihm faszinierte. Ich spiele hier einen krummen Zinken. Seltener gab es auch gerade Zinken. Dieser Zink ist aus Holz gefertigt, wie alle Zinken, mit Leder umwickelt und hat Grifflöcher wie eine Blockflöte. Das Mundstück ist aus Holz, Horn oder seltener auch aus Elfenbein gefertigt und ist deutlich kleiner als das einer Trompete. Der Zink war zu seiner Zeit natürlich nur den Männern vorbehalten. Das hat sich seit seiner Wiederentdeckung in den 1960er Jahren glücklicherweise aber geändert.